So, willkommen zurück bei Gothic 1. Letztes Mal haben wir hier den Baldur Nabib die Stimme bekommen und müssen jetzt noch weiter in diesem Lager uns hier mal umschauen. Gucken, wen wir treffen. Würde sagen, mal vorher braten wir ja unser Fleisch erstmal. Denn wir hatten letztens im letzten Folge ein paar Kämpfe mit Varanen. In Anführungsstrichen Kämpfe, haha. Wir sind davon gelaufen. Und da mussten wir dann Fleisch roh essen. Das ist natürlich voll verschwendet. Denn Fleisch roh bringt 10 und Fleisch gebraten bringt 15. Also sind 5 mehr. Und die haben oder nicht haben halt, ne? Also braten wir unser Fleisch erstmal. So, müsste gleich fertig sein, genau. Jetzt haben wir 31 gebratenes Fleisch. Ist doch super. Oh, jetzt mache ich kurz was. Ich speichere mal kurz ab. Und mache was, was wir eigentlich nicht machen dürfen. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Hihihi, ihr könnt mich mal. Leg dich hin, na los. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Und jetzt schnell raus aus der Hütte. Die haben gar nichts gemerkt. Hey du! Ja, wollte gerade sagen, man darf nämlich hier die Hütten Bleib aus nicht. den Hütten draußen! Ja, sorry, aber ich musste schlafen. Es war zu dunkel. Aber das sollte man eigentlich nicht machen. Also, wenn man schnell genug ist, geht es. So. Das sind Novizen hier nur. Gut. Wir gucken uns ja jetzt ein bisschen um. Novize. Melvin, den sprechen wir noch nicht an. Ich bin auch müde. Ja. Wir gehen vorher mal, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, unter Korkaloms Anwesen, könnte man so sagen. Da ist ein Krauthändler, da sprechen wir mit denen kurz drüber. So, einmal kurz hier hin. Novize, Fortuno, genau. Was hast du für mich? Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Ja, klar. Ich will handeln. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Ah, du hast Erzbrocken, das ist gut, weil ich möchte jetzt mein Schwert hier wieder verkaufen. Weil ich brauche so viele von den groben Schwertern gar nicht. Ich brauche eigentlich nur einen. Oh, und kriege ich nochmal 300 Erze, der hat so viel gar nicht. Dann holen wir uns nochmal ein paar Rauchzigaretten, weil keine Ahnung, wie die da gerade heißen. Die geben nämlich Traumruf, Schwarzer Weiser und Grüner Novize. Jeweils einen, weil die. Oh. Ja, da fehlen 20. Ja, komm, warte, ich überlege. 20, ja, dann holen wir noch so einen, holen wir 2 davon. Weil die geben nämlich besondere Bonus. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Ja, das hast du mir eben schon gegeben. Bist vergesslich? Nein, wenn wir das jetzt rauchen, zeige ich euch mal. Einen davon. Erfahrung plus 10 kriegen wir aber nur bei den allerersten. Und ich glaube, die anderen gaben auch noch was. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir gucken mal. So, ein grüner Novize. Genau, Erfahrung plus 5. Also, wie gesagt, gibt nur der allererste. Die anderen geben es nicht. So, und jetzt noch der Traumruf. Das ist Mana plus 2, aber kontinuierlich, also für immer. Das ist richtig fett. So. Jetzt haben wir Mana 7. Ist zwar auch noch nicht viel, aber schon besser. So, speichern wir mal kurz ab. Und dann sprechen wir mal mit dem Typen hier vorne, mit Hardlock. Hardrock hätten sie nennen können. Oh, der kann noch nichts, okay. Dann sprechen wir später mit dem. Mit dem haben wir später noch eine Quest offen. Wie gesagt, den hätten sie Hardrock nennen können und nicht Hardblock. Aber naja. Ich bin ja nicht der Macher des Spiels. Aber ich wünschte es, weil es ist so ein geiles, fettes Spiel. Ja,
Und jetzt können wir mit dem Typen hier vorne reden, mit Joro. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Ja, ist klar. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Ja, ist klar. Jojo. Was ist denn deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Ach so, ihr probiert also neue Kräuter und so alles aus. Bei uns nennt man das Versuch, Experimente? Nee, Quatsch. Versuchskaninchen, genau. Bin eben gerade nicht drauf gekommen. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Aha, okay. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Seht ihr, und deswegen habe ich gesagt, ja, gehen wir vorher mal hin. Ja. Dann hast du bestimmt schon deine tägliche Ration bekommen. Wenn du sie mir überlässt, sind wir im Geschäft. Ich denke drüber nach. Ja, Schaden tut's nicht. Ich brauch das Zeug eh nicht. Ich habe Sumpfkraut bei mir. Das kannst du haben. Ich habe Sumpfkraut bei mir. Du kannst es haben. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Aha, und wie kann ich die Gurus beeindrucken? Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Ja, das habe ich schon oft gehört. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Ich glaube, da frage ich das Gleiche. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? So, genau. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay, aber später erst. So. Dann gucken wir mal, wen wir hier noch haben. Den da. Melvin. Hi, du bist nicht aus dem Lager, oder? Hi, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Oh, das war eine kleine Aufgabe, weil Dusty finden wir im alten Lager und da gibt's dann noch eine Quest. Aber das dazu später erst. So, jetzt sind wir hier fertig. Wir können ja jetzt mal... Also hier zu den unten brauchen wir noch nicht, da oben auch noch nicht. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal so. Gucken, Templer, gehen erstmal hier lang und einmal rechts lang. Hier finden wir die örtliche Schmiede. Da können wir sicherlich auch noch was abräumen oder mit wen sprechen. So. Zack, gucken wir mal. Darion.
kaum, dass ich daran was... Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Lass uns lieber über was. Ja, kaufen klingt gut. Ich will mit dir handeln. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Oh, 200 Erz. Ja, ist schon nicht schlecht. Das andere, das kann ich momentan nicht gebrauchen. Erz, wir hatten ja... Ja, wir hatten nichts mehr zu verkaufen. Wir können aber gucken, ob wir jetzt wieder was doppelt haben hier. Spitzhacke, noch eine Spitzhacke. Die Keulen können wir jetzt verkaufen. Wie gesagt, ich verkaufe hier immer was doppelt ist. Ja, das behalten wir mal lieber. Das auch. Das auch. Ja, den Traumrufer können wir wieder verkaufen. Den Kochlöffel auch erstmal. Den Becher, das brauchen wir ja alles nicht. Die Fackeln lassen wir erstmal. Die Flügel auch. So, 26 ist zwar nicht viel, aber wenigstens etwas. So. Dann haben wir mit dem genug gehandelt. Ich speichere immer grundsätzlich nach dem Handeln, damit halt, falls mal abstürzt oder so, ich nicht nochmal handeln brauche. Hier ist eine Kiste, wir holen uns die mal. Also links, rechts, rechts war das, ich vergesse es immer wieder. Also links, rechts, rechts, links, rechts ist falsch, links, rechts, rechts, links, links, links. Genau. Oh, da sind super Sachen drin, ne? Und wieder total viel Rohstahl. Da können wir wieder Schwerter schmieden und unser Erz holen. Aber ich würde sagen, oh, nee, ich würde sagen, das machen wir jetzt. Denn solange hier kein Schmied dran steht, können wir das ja machen. Ich habe immer das Problem gehabt, dass die Schmiede, die hier handarbeiten, immer mir im Weg waren. Und wenn hier keiner ist gerade, dann kann ich ja das schnell einschmelzen. So, auch wenn es ein bisschen dauert, aber dafür kriegen wir genug Schwerter, dass wir daraus Erz machen können. Wir finden später im Verlauf des Spiels noch mehr Rohstahl für andere Schwerter später schmieden. Und von daher alles kein Ding. Beziehungsweise so oft habe ich auch noch gar nicht geschmiedet. Ich habe meine Waffen immer gefunden oder gekauft. Und dann kann man auch die normalen zubereiten oder anfertigen und dann verkaufen. So. Vor allen Dingen, weil wir ja jetzt 500 Erzbrocken für den Novizenrock ausgegeben haben. Da könnten wir dann schon mal eine kleine Finanzspritze wieder benötigen. So, müsste glaube ich gleich fertig sein. So, das andere mache ich später, weil ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit hier nur im Schmieden verbringen. Das können wir ja später machen, das ist ja kein Ding. Oh, wir haben jetzt 33, ist voll in Ordnung. Crawler-Zangen haben wir sogar 10 Stück aus der Kiste geholt. Die Fackel können wir auch unbenutzt machen, damit die wieder was wert ist. Die hat ja jetzt unten Wert 0 und die hat einen Wert von 2. Die können wir einmal aufnehmen und dann hier ausmachen. 6 sind es dann, anstatt 5. Oh, wir haben 3 Äxte bekommen. Benötigte Stärke 12. 2 Stärke fehlen nur. Boah, die könnte ich noch gebrauchen, ey. Das ist eine schöne starke Axt für den Anfang. Okay. So, Gorn Nadrak. Sprechen wir mit dem mal. So. Hi, wohin soll's denn gehen? Hi, wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Minecrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Aha. Und was ist das für ein Sekret? Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Minecrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Aha. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret des Minecrawlers herankomme?
Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Minecrawlers herankomme? Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. So, wofür braucht Korkalom das Sekret? Wofür braucht Korkalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Oh, wie so ein Drogenjunkie, wa? Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Aha. So, ich gucke mal gerade. Es hat uns nämlich keine Lernpunkte gekostet. Das finde ich sau geil. Also wir haben jetzt gelernt, das sieht man ja auch, glaube ich. Moment. Da. Allgemeine Information, Wissen der Tierverwertung. Wissen über Zangen rausschneiden der Minecrawler. Das hat uns jetzt keine Lernpunkte gekostet, das ist so. Und deswegen habe ich gedacht, lernen wir das gleich mit, falls wir es mal später vergessen. Weil der Korkalom, der gibt uns schöne Belohnungen, wenn wir ihnen welche bringen. Ja, und jetzt gehen wir hier mal die Leiter hoch. Die schier endlose. So, zack, zack, zack. Kaloms Leibwache. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Ja, ist ja klar, Roboter. So, hier ist einmal Korkalom und Kane. Hier hinter sind zwei Truhen. Die sind sowas von beschäftigt, dass man sich an diesen Truhen einfach bedienen kann. Wir probieren das gleich mal aus. Ja, man muss nur richtig Schlösser knacken. Eins nach rechts, zwei nach rechts, ein nach links, rechts, rechts, links, rechts. Weil hier drinnen findet man das Rezept, nämlich das Rezept für einen Heiltrank. Das ist das Rezept für den Dexter aus dem alten Lager. So, dann haben wir das zumindest auch schon mal. Und ich würde sagen, als kurz vorm Ende des Videos sprechen wir nochmal mit Korkalom. Was willst du? Ja, ist ja gut. Was machst du für Experimente? Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Bursche, sagt er. Einer der Händler aus dem alten Lager will ein Rezept von dir haben. Frag ihn einfach mal. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Okay. So, Experimente haben wir gefahren. Ich habe Crawlerzangen für dich. Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Genau, wir kriegen nämlich im Tausch kriegen wir nämlich Tränke. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Jo, das machen wir. Oh, jetzt können wir doch nochmal mit Kane sprechen. Gucken wir mal. Wie komme ich denn das Rezept von Kalom? Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Also für jemand, der es jetzt nicht gewusst hätte, hätte er sich verplaudert. Und man könnte unbedacht an diese Truhe rangehen, denn irgendwie stört's den gar nicht. Und ja, dann einfach mitnehmen, ne? Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Korkalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Und was tust du? Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Minecrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Aha. Und wo bekomme ich das Sekret der Minecrawler? Wo bekomme ich das Sekret der Minecrawler? Crawler findest du in der alten Mine.
Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten, am Labor. Aha. Und was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Okay, dann war's das hier. Mehr will er uns nicht sagen. Dann lass die beiden hier mal weiterarbeiten, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.